Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play-Projekt von meiner Seite. Die sich hier dran erinnern können oder auch diesen Schriftzug lesen können, werden sehen, es handelt sich dabei um System Shock 2. Oder wahrscheinlich auch die ihre Videobeschreibung und Videotitel gescheit durchgucken, bevor sie auf etwas klicken. Was ja die meisten sein dürfen. Also, keine große Vorrede, ich habe alle Einstellungen so getroffen, dass es sich ganz gut anhört. Fangen wir an. Und zwar auf unmöglich. Ich meine, sind wir eine Pussy oder was? Also, bis gleich. Schau dich an. Eine erbärmliche Kreatur aus Fleisch und Knochen, die keuchend und schwitzend durch meine Korridore rennt. Wie kannst du eine perfekte, unsterbliche Maschine herausfordern? Im Jahre 2072 wurde eine außer Kontrolle geratene künstliche Intelligenz namens Shodan verrückt. In ihrer zügellosen Fantasie sah Shodan sich als eine Göttin, die Erde erobern würde. Dieses Bild wurde von dem Hacker zerstört, der sie geschaffen hatte. Am 3. Februar ist es soweit. Die Von Braun, das erste überlichtschnelle Raumschiff der Geschichte, startet zu ihrem Jungfernflug. Diese unglaubliche Reise ist ein Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen dem UNN-Protektorat und den wissenschaftlichen Genies der wiedergegründeten Firma Tri-Optimum. Stellen Sie sich vor, in wenigen Wochen zu einem anderen Sonnensystem reisen zu können. Bei Tri-Optimum erfinden wir die Zukunft. Die Von Braun besitzt über 1,8 Milliarden flugtechnische, wissenschaftliche und sicherheitsrelevante Systeme, die fast alle von Tri-Optimum und seinen Tochterfirmen entwickelt wurden. Während des Raumflugs sorgt die UNN Rickenbacker für die Sicherheit der Von Braun. Ihr Kapitän ist der berühmte Captain William Bedford Diego, der Held der Schlacht am Hafen von Boston während der Unruhen an der Ostküste. Diese unglaubliche Allianz von Regierung und Konzern wird durch eine Reihe komplexer Andockmechanismen ermöglicht, die es der Rickenbacker erlauben, mit in den Hyperraum zu springen. Elegant, schnell, revolutionär. Wer weiß, welche Wunder die Besatzung in den Tiefen des Alls entdecken wird. Es ist ein großer Tag für die Menschheit. Natürlich geht's nicht klar. Ich meine, wann sind wir schon jemals auf einen Überlichtgeschwindigkeitsflug gegangen, ohne dass irgendwas ganz, ganz Schreckliches passiert wäre? Ich sehe gerade, ich will meine Mausempfindlichkeit noch ein bisschen senken, damit ihr keine Motion Sickness kriegt. Willkommen zur UNN-Rekrutierungsstation Ramsey Center. Bitte Vorsicht beim Aussteigen aus dem Zug. Die Antigravschächte am Ende der Halle bringen Sie zu den Trainings- und Rekrutierungszentren auf Straßenebene. Bitte gehen Sie zu den Antigravschächten. Okay. Gehen Sie in den Antigravschacht, um zum Rekrutierungszentrum auf der Straßenebene zu kommen. Gut. Ja, warum auch komische Aufzüge benutzen, wenn das per Antigrav geht. Aber wollen wir uns ein bisschen Spaß machen und gehen noch auf eine Runde. Ach, ist das nicht schön. Aua. Ach ja, und die Engine dieses Spiels ist übrigens die auch Chief oder Dark Project, wie sie in Deutschland heißt, benutzt. Was dazu führt, dass die Sounds, die Bodensounds zumindest teilweise gleich sind. Was steht hier? Welcome to global.com. To make a terrestrial call, pick up the receiver and speak or dial the number. To make an interplanetary call, swipe your credit ident or insert 75 nanometers and then dial the number. Enter? Egal. Ah, okay. Und hört ihr das?
ist zwar nur ganz leise, aber der sagt tatsächlich auf der deutschen, in deutscher Sprache, dass dieses Telefon außer Betrieb ist. Hier sind auch ein paar Leute, die interessieren uns allerdings relativ wenig. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier in die UNN rein und hören, was der zu sagen hat. Wenn Sie Ihre wählen, sollten Sie einige grundlegende Fähigkeiten erwerben. Gehen Sie zum Grundausbildungszentrum. Wenn Sie die Grundausbildung abgeschlossen haben, können Sie zum Trainingsbereich für Fortgeschrittene gehen. Gut, ich werde mich des Trainings entledigen. Wenn Sie die ich Grundausbildung bin beendet haben, können Sie hier mit den fortgeschrittenen Lektionen anfangen. Dabei machen Sie sich mit den drei Hauptbereichen des Militärdienstes vertraut. Waffentraining, Technikausbildung und Schulung der PSI-Kräfte. Gehen Sie zum jeweiligen Cyberterminal, um sich im gewünschten Bereich ausbilden zu lassen. Wenn Sie das Training in den drei Fachbereichen abgeschlossen haben, können Sie weiter zum Rekrutierungszentrum, um mit Ihrer militärischen Karriere zu beginnen. Also ganz ehrlich, sind wir eine Pussy, die erstmal Training braucht? Nein, wir wissen... Hier entscheiden Sie sich, Soldat. Sie verpflichten sich für eine der drei Waffengattungen. Sobald Sie sich für eine entschieden haben, gibt es kein Zurück. Ein Shuttle bringt Sie zu einer UNN-Orbitalstation, wo Ihnen Ihre jährlichen Dienststellen vorgestellt werden. Ja, ja. Viel Glück. Wie gesagt, wir sind keine Pussy, wir spielen in der OSA. Wir sind nämlich ein Psioniker und das machen wir auch gut. Miau. Und da kommen wir also zu unserer ersten Ausbildungsstätte. So, alles sehr technisch hier, nichts Besonderes, aber do not block. Doch, ich stelle mich jetzt hier hin und rauche mir erstmal eine und block hier die entflammbaren Materialien hier. Das tut doch ein guter und zuverlässiger Psioniker wie wir. Ansonsten gibt es hier relativ wenig zu sehen. Die OSA heißt Sie auf der Orbitalstation Chun-Lo willkommen. Servus. Spüren Sie schon, wie die Grenzen Ihres Geistes erweitert werden? Schon von Kindesbeinen. Wir wollen Sie in den nächsten 4 Jahren auf Ihrem Pfad leiten. Die Shuttlehallen im Zentrum der Station bringen Sie zu Ihrer nächsten Entwicklungsstufe. Wenn Sie Ihren Pfad gewählt haben, gehen Sie in die entsprechende Halle. Seien Sie dem Neuen gegenüber offen. Ja, kein Thema. Hier arbeiten auch einige Leute, allerdings kommen wir nicht an sie dran. Wir würden ja gern ein paar Gespräche führen, bevor wir unsere Ausbildung hier abschließen oder beginnen überhaupt. Hier komme ich auch nicht rein. Dieses Rot ist ja ein gutes Zeichen dafür, dass wir hier nicht reinkommen. Okay, die Spielmechanik ist die folgende. Ich finde es auch ganz toll, wie die das gelöst haben mit der Charaktererstellung. Eben, wir holen uns erstmal im ersten Bildschirm unsere Klasse, also in dieser Bahnstation. Und jetzt folgendermaßen. Wir haben 3 Jahre, 3 verschiedene Möglichkeiten. Hier zum Beispiel. Die sensorischen Deprivationstanks an Bord der TOS Chulun sind auf Sie vorbereitet. Sie werden dort 1 Jahr über Ihre eigene Masse und die anderer Objekte meditieren, bis Sie diese beliebig manipulieren können. Hier können wir jetzt die Kyrokinese und einen anderen Skill lernen. Und alle 3 Türen haben immer so ein paar kleine Besonderheiten. Die Deprivationstanks an Bord der TOS Runang warten auf Sie. Sie haben 1 Jahr Zeit, um über die Natur der Materie zu meditieren und Macht über sie zu gewinnen. Also wir haben immer den letzten Spruch. Wir kriegen jedes Mal die Kyrokinese und hier kriegen wir eben den Psychoreflexschirm, hier die kinetische Umleitung und hier den psychogenen Cyberwert. Die TOS-Schauling warten auf Sie. Dort werden Sie 1 Jahr alleine verbringen und sich durch Meditieren über Bewegungen und Geräusche auf deren Nutzen für Sie konzentrieren. Der erste Skill ist nicht so wichtig, deswegen nehme ich hier die kinetische Umleitung. Ich denke, die wird uns am meisten helfen. Genau, und ab dafür. Worauf ich im Übrigen jetzt noch nicht eingegangen bin, ist, ich lese mal kurz vor, was hier steht. Ja, ja, in den Tanks auf Runang ist vorbei. Ihr Wille ist stärker geworden. Ihr Geist kann nun Feinde lähmen. Und sie können Objekte auf sich ziehen. Sie beherrschen nun Kräfte der 2. Ebene. Bringen Sie Ihre neuen Kräfte gegen den Feind zum Einsatz.
Sie beherrschen nun Psi-Kräfte der zweiten Stufe, Kyrokinese und kinetische Umlenkung. Was ich noch nicht gesagt habe, ich habe hier einen Mod installiert, der auch System Shock 2 in einer Widescreen-Auflösung darstellt. Ich spiele hier in 720, werde das aber auch hochskalieren, damit es in 720 auch ein bisschen besser aussieht. Und jetzt wollen wir mal sehen, was wir in der zweiten Stufe machen können. Ihr Körper wurde vernachlässigt. Ja, das ist wohl wahr. Daten finden, die ihre physische Ausdauer testen wollen. Sie werden sie überflügeln, ohne dabei ihre geistige Disziplin zu verlieren. Zwei Ausdauer, okay. In Dr. Chandris Clowns Labor wurden viele Entdeckungen gemacht, die die PSI-Fähigkeiten betreffen. Sie werden ein Jahr lang diesem Genie dienen und seine Ideen und Eigenheiten kennenlernen. Forschung, auch ganz wichtig. Sie müssen Gedanken des Verrats und der Untreue aus dem Morast der Emotionen und Konflikte herausholen, der die meisten Menschen ohne PSI-Fähigkeiten charakterisiert. Sie werden ein Jahr lang lernen, ihren Geist zu stärken und die Gedanken der Schwächeren zu lesen, ohne dabei sich selbst zu verlieren. Tja, also ich würde sagen, als Psioniker sind wir am schärfsten auf dem Psi-Wert. Ich meine, Ausdauer, wir zerstören ja jeden Gegner, bevor er uns überhaupt nur zu nahe kommt. Also holen wir uns den 2 plus 2 in der Psi-Wertung. Oh ja, und wer ist das? Unsere Mutter, die uns zum Abschied nochmal sehen will oder was? Naja. Ihre Zeit beim OSA-Hauptquartier geht zu Ende. Das Jahr verlief friedlich, mit einer Ausnahme. Die Attentäterin versuchte ihre Absichten unter einer Schicht erotischer Tagträume zu verbergen, aber sie ließen sich nicht täuschen. Am Ende fühlten sie die verblassenden Gedanken der Attentäterin in ihrem eigenen Geist, die dann wie ein Nebel verdunstete. Sie haben 2 Psi-Fähigkeitspunkte gewonnen. Das ist doch schön. Und eben dieser Ton, den kennt eigentlich jeder, der Dark Project oder A Thief gespielt hat. Dann wollen wir mal gucken, was wir in der dritten im dritten Jahr lernen können. Wirtschaftskonflikte stören die Stabilität. Sie werden ein Jahr lang gegen die Kräfte des Chaos kämpfen und dabei geistige und körperliche Kräfte einsetzen. Also so wie ich mich erinnern kann, dürfte nur der Zauberspruch sich ändern, je nachdem in welche Tür wir gehen. Insgesamt genau, gesehen, Reflexdämpfung, Elektronenfernmanipulation und psychogene Wendigkeit. Konflikte stören die Stabilität. Sie werden ein Jahr lang gegen die Kräfte des Chaos kämpfen und dabei geistige und körperliche Kräfte einsetzen. Also die Wendigkeit würde uns einfach nur Wendigkeitspunkte geben. Die Reflexdämpfung dämpft den Rückstoß der Waffe. Sie werden geistig so konditioniert, dass sie glauben, dass sie ein Krimineller sind und sich anderen Rebellen anschließen und deren gefährliches Leben teilen. Wenn es an der Zeit ist, werden sie sie liquidieren. Genau, und das hört sich doch am lustigsten an, oder? Außerdem bringt uns die Elektronenfernmanipulation noch am meisten. Dann werde ich jetzt durch diese Tür gehen, euch mit dem Video allein lassen und dann sehen wir uns im nächsten Video gleich wieder. Ich verabschiede mich schon mal und hoffe, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis gleich! Ihre Dienstzeit, okay, wir sehen uns doch noch nicht gleich. Ihre Dienstzeit auf der OSA-Feldbasis ist abgeschlossen. Selbst jetzt ist ihr Geist unscharf und sie erinnern sich nicht gut an alle Details. Sie haben ihre Rolle gut gespielt und ihre Feindinnen hielten sie für einen Freund. Und dann griffen sie sie mit ihren Talenten an. Sie haben +1 auf Stärke, +1 auf Wendigkeit und +1 auf den Cyberwert hinzugewonnen und beherrschen die Elektronenfernmanipulation. Gut, ich glaube, es gibt noch ein Video und dann sehen wir uns hier aber jetzt wirklich im nächsten Video wieder. Also, bis gleich.
Gedächtniselemente werden reinitialisiert. Gedächtnis des Patienten wird wiederhergestellt. Gedächtnis wird wiederhergestellt. Gedächtnis wird wiederhergestellt. Beruhigen Sie sich, Soldat. Hier ist Dr. Janice Polito vom Rechenzentrum der von Braun. Sie sind momentan in Sicherheit. Sie erholen sich gerade von einer Operation und werden sich nicht an die Ereignisse der letzten Wochen erinnern können. Sie befinden sich an Bord des Raumschiffs von Braun und irgendetwas ist schiefgelaufen. Irgendeine Macht hat das Schiff übernommen. Deshalb haben Sie sich bereit erklärt, sich experimentelle Cyberimplantate einpflanzen zu lassen. Benutzen Sie Ihr Cyber-Interface, denn es kann Ihnen das Leben retten. Sie müssen einen Aufzug finden und zu Deck 4 kommen und mich dort treffen. Deck 4, vergessen Sie das nicht. Aber halten Sie die Augen offen, denn die sind jetzt hinter uns beiden her.